Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, wo auch immer du mich jetzt gerade ansiehst, entweder YouTube oder Telegram. Und ich mag euch ja immer jetzt ein bisschen persönlich begrüßen, damit wir in Verbindung treten können. Und ja, es hat schon ein paar Tage jetzt in mir gearbeitet und heute Morgen war es dann soweit. Ich habe gewusst, das Orakel will gelegt werden. Mein Hals hat gekratzt und die letzten Tage ist immens viel geschehen. Und ich mache das ja auch immer so, dass wenn ich eine kollektive Legung mache oder ein Auswahlorakel mache, mache ich ja mit. Das heißt, ich wähle auch am Anfang, ohne zu wissen, welche Karten dann fallen, wähle ich für mich ein Symbol oder eine Karte. Und deswegen macht das auch im Vorfeld ganz viel mit mir. Heute sitze ich, um euch zu begrüßen, auf meiner Wiese, auf dem Boden und erde mich ein bisschen, weil heute Morgen schon ganz schön viel geschehen ist. Und ich war sehr gespannt, wie sich das Orakel heute zeigen wird. Und es war ganz einfach, es war ganz einfach. Mich rief tatsächlich ein kleiner Willow-Engel, der sein Herz in der Hand hält. Der wollte in einen weißen Federkranz gestellt werden. Und dazu wollte, ich habe ja Rosen aus meinem Garten, Rosenblätter aus meinem Garten getrocknet, Rosenblüten und jetzt verströmt mein Duftlämmchen Rosenduft. Vielleicht macht die Info schon was mit dir. Für mich kommt dieses aufs Herz hören, in die Leichtigkeit gehen und zwar ganz bewusst die Entscheidung treffen. Und bei Rosen ist für mich immer, für mich soll es Rose, Roten, Rose, Rot, Rapatapadupada. Merkt ihr, ich kann es nicht mal aussprechen und das war auch das Thema heute Morgen. Ich darf jetzt Ja sagen dazu. Sagst du auch schon Ja? In all deinen Lebensbereichen? Dass es auf dich Rosen regnen darf? Und ja, und dann habe ich mit einer Freundin gewhatsappt und während ich mit ihr sprach, sortierte ich Tarotkarten ins große Arkana und ins kleine Arkana. Und ich wusste überhaupt nicht, warum ich das tue, weil ich eigentlich fast gar nicht mit Tarotkarten arbeite. Ja, und am Ende fielen zwei Karten raus und ich wusste, das werden die Themenkarten sein. Das heißt, ihr habt heute ganz bewusst gesehen, es geht um die Karte des Rad des Schicksals und der Mondin. Und auf dem Bild, was ich... Hey, hier jagen wieder zwei Krähen, ein Bussard. Okay, okay, okay. Nicht die Größe ist ausschlaggebend, sondern die Gemeinschaft. Das Rad des Schicksals und die Mondin. Lassen wir uns überraschen. Es sind unterschiedliche Kartendecks, die zu den Karten wollten. Es war heute anders wie sonst. Ich bin sehr gespannt darauf. Und ja, lassen wir uns ein, was die Karten uns zu erzählen haben. So, heute sitze ich drin, weil es draußen zu warm ist. Das ist hier umständlicher mit meinem Stativ, aber ich versuche es zu meistern, weil ihr seht, das Stativ ist, nee, ihr seht nicht, aber hier sind meine Hände und das Stativ ist zwischen meinen Armen. Aber hier seht ihr das Gesamtbild der Karten, die zu eurer Symbolik, dem Rad des Schicksals gehören. Jetzt muss ich erstmal austesten. Ja, so passt. So klappt das gut. Das Rad des Schicksals. Das sind zwar die Standard-Tarotkarten, aber ich habe viele Jahre mit den indianischen, mit den schamanischen Karten gearbeitet und das ist mir vertrauter und da sagt dein Grundthema, für das du dich entschieden hast,
dass es um einen Neubeginn geht, um eine Veränderung und einen großen Wandel in deinem Leben, weil sich ein ganz wichtiger Kreis schließen möchte. Es geht darum, dass du, ja, da gab es eine Affirmation und die kannst du dir vielleicht aufschreiben oder für dich, wenn du magst, immer wieder sprechen und verinnerlichen. Ich löse mich schmerzfrei von dem Alten, das gehen möchte, und heiße das Neue voll Freude willkommen. Das Rad des Schicksals heißt da auch, vertraue deiner inneren Stimme, und das bekommst du noch mehrfach gleich bestätigt. Da hinten beim Engel ist die Wortkreationskarte, die ich heute nicht in der Hand halte, aber die Energie verteilt sich schon über die Legung und sie wird rufen, wenn sie angeschaut werden möchte. Ich weiß schon, wo sie hingehört. Entschuldigung. Manchmal ist es so. Und schaut, hier sind, ist der Rosenduft von meinen Rosenblüten aus dem Garten. Und ich habe im Vorwort ja schon erzählt, was die, warum der Federkranz, den ich jetzt beleuchtet habe, und der Engel mit ins Bild wollten. Zum Rat des Schicksals wollte unbedingt eine Karte aus Kraft für deine Seele, und da fiel der Tod heraus. Und er bestätigt wunderbar das, was das Rat des Schicksals in der schamanischen Deutung, in der indianischen Deutung bedeutet: etwas Altes stirbt. Das kann ganz viel sein, je nachdem, in welcher Position du bist. Das können Glaubenssätze sein, die dir nicht mehr dienen. Es können Verhaltensweisen sein, die dir nicht mehr dienen. Es kann der Abschied in einer Partnerschaft bedeuten. Es kann das Abschließen einer Freundschaft bedeuten oder überhaupt vom Umfeld bedeuten, weil dein eigener Wandel eben auch in deinem Leben aussortiert. Es kann, alles, was abschließen kann, ist hier möglich. Hier schließt sich ein Kreis. Hier wird etwas beendet. Hier kommt ein Neubeginn. Ja, der Tod, etwas stirbt, ist gestorben. Und es gilt es anzuerkennen. Und wie war die Affirmation? Ich löse mich schmerzfrei von dem Alten und heiße das Neue freudvoll willkommen. Und wer mein Vorbegrüßungsvideo gehört hat, hat ja gesehen oder gehört, wie ich mich verhaspelte, als ich sagte, mit den Rosenblättern. Ja, manchmal gibt es noch eine Blockade in einem. Also da fehlt noch so ein Stück weit dieses letzte Zentimeterchen, damit sich dieser Kreis schließen kann, indem man sagt, hey, das darf jetzt so sein, ich darf freudvoll das Neue begrüßen. Und so passt wunderschön diese Karte so, wie du jetzt bist, bist du genau richtig und vollkommen. Sie passt zum Magier. Und Entschuldigung, ich mag euch jetzt noch mal die Karte des Todes zeigen. Zeit, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Was möchte sterben und was darf sterben? Und vielleicht fallen dir ja auch verschiedene Dinge ein. Und die Karten geben immer so kleine Hinweise. Und jetzt habe ich gelesen, schreib die Dinge nicht mehr auf. Das geht. Ist das? Brauche eine neue Brille. Schiebe die Dinge nicht mehr auf. Also das bestätigt einfach, der Neubeginn ist schon da. Und diese Karte, du bist gut genug, so wie du jetzt bist, bist du genau richtig und vollkommen. Da kannst du dich mal fragen, das passt auch zu dem, was ich gerade erzählt habe. Als ich im Vorgespräch mich verhaspelte, manchmal denken wir, ich muss noch das und das erreichen, damit der und der Wunsch in Erfüllung geht. Und ich muss noch das und das tun, damit.
Vielleicht gehst du damit in Resonanz. Vielleicht findest du da dein letzter Zentimeter des Kreises, der sich jetzt schließen möchte, damit du freudvoll das Neue empfangen kannst. Du bist gut und genau richtig, wie du jetzt bist. Und deine Wünsche dürfen sich jetzt erfüllen. Und hier sind zwei weitere Tarotkarten gefallen. Und der Magier, der ist in diesem indianischen Deck ein Medizinmann. Und er sagt dir genau das Gleiche, was die Gut-Genug-Karte gerade gesagt hat. Hör auf, etwas werden zu wollen. Das ist dieses Hör auf, geh vom Werden wollen in das Ich bin. Du bist schon alles. Und dann, wow, ich kriege da total die Gänsehaut. Also, ich habe da wohl ein Thema. Und ich spüre, wenn ich sage, ich bin, ich höre auf, werden zu wollen, ich bin, fühl du da mal rein. Ich kriege Ganzkörperpelle, ich fühle, wie stark meine Wurzeln zur Mutter Erde und in ihr Herz gehen. Ich fühle, wie meine geistigen Wurzeln zum Vater im Himmel gehen. Ich fühle, wie Himmel und Erde mich durchfluten und ich fühle meine Kraft. Und ich gebe dir jetzt ein Stück weit mit meinen Worten mein Empfinden rüber. Das steckt in dir. Das bist du. Du bist jemand, der sein Leben erschaffen kann. Du bist ein Medizinmann, du bist der Magier. Fühl deine Kraft, vertraue der Magie, lass dich leiten und manifestiere den Neubeginn. Empfang ihn freudvoll. Und das finde ich so wunderbar, dass dann auch der nach hier herausfiel. Der Narr, viele mögen ihn gar nicht. Ich liebe den Narr seither. Ich irgendwann mal, das liegt bestimmt schon 20 Jahre zurück, in einem Buch gelesen habe, weil ich lerne, habe schon immer über das Wir gelernt, über Partnerschaft und Beziehung und Liebe zum Mann. Das ist so mein roter Faden. Ich habe das sehr ausgelebt und bewusst gelebt. Das Männliche und Weibliche, weil ich da Frieden und Liebe reinbringen möchte. Und damals las ich dann über den Narren, dass dieser Narr in uns frei von den Verletzungen der Vergangenheit in eine neue Beziehung geht, voller Vertrauen. Er sagt, der neue Mensch, der jetzt in dein Leben kommen möchte, den du hier hast, oder ja, es rutscht so, so fließt jetzt aus mir heraus, weil hier geht es um jemanden. Der hat es nicht verdient, die Verletzungen, die andere dir angetan haben, tragen zu müssen. Der Narr sagt, vertrau vorbehaltlos und dann sammle deine Erfahrung. Weil es ist ein neuer Mensch. Es ist niemand aus deiner Vergangenheit, der dich schon verletzt hat. Es ist niemand, der schon viel Präsenz, also ich will jetzt nicht sagen, dass du ihn nicht kennst, aber das sind noch nicht so massive Verletzungen passiert. Und wenn da schon Begegnung stattgefunden hat, warst du vielleicht noch, ich krieg gerade, hier stütze ich meine Kehle zu, ich krieg Tränen in die Augen, es ist so, wie ein Verstehen und ein Erkennen, dass etwas noch nicht gelebt werden konnte oder nicht richtig, oder was heißt richtig, es gibt keinen richtigen, kein falsch, weil da ein verletzter Anteil in dir war, der einfach noch geprägt war. Und damit war ein Neuanfang schwer, damit war die Begegnung schwer, weil viele kleine Punkte hochgetriggert haben, vielleicht auch große Punkte. Da könnte ich noch viel erzählen, aber ich mag das heute wirklich nicht so arg lang halten. Der Narr bedeutet für mich, ich gehe vertrauensvoll
in ein neues Wir. Und so ein Vorschusskonto, Vorschussvertrauenskonto. Und im Indianischen sagt er, steht er für innere Freiheit. Er steht für Lebens- und Liebeslust. Er ist in Harmonie mit sich. Er kann über sich selbst lachen. Und hier geht es darum, dass wenn man sich dann einlässt auf dieses neue Wir voller Vertrauen und dann vielleicht Dinge passieren, die man nicht so gut findet oder dass man aus dem Tanzen kommt oder dass man über die eigenen Füße stolpert oder dass man ein Bein gestellt bekommt, dass man das mit Humor trägt. Das sind einfach nur noch Reste der Vergangenheit, die vielleicht hochploppen, über die man lachen kann und über sich selbst lachen kann und sagt, erwischt, das hat doch mit hier und jetzt gar nichts zu tun. Das ist für mich die Karte des Narren. Und jetzt muss ich gucken, mein Handy ist schief. Die Biene kam als Krafttier dazu und schaut mal, das Schöne ist, dass sie den Mondzyklus hat und vielleicht spricht sich jetzt, fühlt sich jetzt der eine oder andere auch von der zweiten Symbolik dieses Tarots angesprochen und möchte das später auch noch hören. Die Biene sagt, das Universum ist ein Ort der Fülle und du bist umsorgt. Schaut, du bist vollkommen, wie du bist. Versuch nicht etwas zu werden, sondern sei. Und da wollte die Karte, die Aurasoma-Karte für Nummer 50 hin. Und die lese ich euch vor. Das ist aus Farben der Engel. Meister des göttlichen Willens, El Moya. Folge deiner inneren Stimme. Nutze die Gelegenheit, eine Aufgabe oder eine Liebe zu einem Menschen zu finden, der dich zutiefst erfüllt. Und hier wird nochmal bestätigt, vielleicht ist es bei dir nicht ein Abschluss in der Partnerschaft, sondern ein beruflicher Abschluss. Hier geht es auch darum, vertrauensvoll in einen neuen Job reinzugehen, der sich dir zeigt, oder in eine Selbstständigkeit reinzugehen. Du bist unterstützt, geh in deine Kraft. Du hast alles in dir. Oder es geht eben um ein Wir, das gelebt werden möchte und kommen möchte. Aber es geht darum, zutiefst von dem erfüllt zu sein, was du jetzt leben möchtest. Vielleicht hast du ja auch eine alte Gemeinschaft oder die Familie hinter dir gelassen und findest hier mit dieser Offenheit, inneren Freiheit und mit dieser Leichtigkeit, wo wir wieder bei den Federn sind, Menschen, die dir jetzt gleichgesinnt sind und du öffnest dich vertrauensvoll, um deine Erfahrungen neu zu machen. Es darf dich erfüllen, das ist der Weg. Wenn dir ein Impuls, steht hier, eine neue Möglichkeit geboten wird, eine Gelegenheit oder eine Chance, dann öffne dich für neue Wahrheiten. Habe dabei einen klaren Verstand. Sag ich immer, Herz und Verstand dürfen miteinander Hand in Hand gehen. Dann steht hier, nimm deutlich wahr, was sich in deinem Inneren bewegt. Du hast die Chance, dein seelisches Glück, persönliche Erfüllung und Frieden zu finden. Die Welt der Gefühle ist voller Seelentiefe und Schönheit. Sprich die Sprache deines inneren, empfindsamen Wesens. Halte nichts und niemanden fest. Das sind wir wieder bei der ersten Karte, bei der Themenkarte. Lasse schmerzfrei los und begrüße voll Freude das Neue. Dann steht hier, vertraue, weil El Moya ist ja auch der Meister des Vertrauens. Jetzt ist die Chance für Frieden und Versöhnung. Manchmal findet hier auch Gegenteiliges zusammen. Sieh das Ganze, halte deine Augen offen für das Glück. Die Quelle allen Daseins ist allumfassende Liebe. Gib dir selbst und anderen nährende Liebe. Entwickle Hingabe und Einfühlungsvermögen weiter. Sieh die Liebe als Tor zur Wirklichkeit des Göttlichen mitten im Leben. Und der El Moya ist der Engel des blauen Lichtstrahls. Und so sind wir, ich finde es wunderschön, hier will wirklich der Kreis geschlossen werden. Und jetzt sieht man hier eine meiner... Es ist
immer, wenn die Kamera anders steht, muss ich wieder anders handeln. Also, da liegt sie. Kann natürlich auch der Herr sein und Rollentausch. Das heißt, hier liegt eine Frau, wenn du eine Frau bist, oder hier liegt der Mann, wenn du ein Mann bist. Und dementsprechend steht da hinten das, was du lieben möchtest. Ich sage jetzt, was du lieben möchtest. Ich meine, wen du lieben möchtest. Du liegst in deinem Bett und liest ein Buch und strahlst. Und da in diesem Buch, das ist dein Tagebuch, da stehen deine Wünsche und deine Träume und deine Geheimnisse und deine Erlebnisse. Und du merkst noch gar nicht, dass das schon wahr ist, dass das schon vor der Tür steht. Vielleicht musst du einfach nur, Moment, jetzt will die Karte da hinten dazu. Meine Wortkreationskarte, die ich nicht weiß und die ich immer reinfühle, die gehört zu dieser Karte. Genau. Du bist vollkommen genau richtig, so wie du jetzt bist. Hör auf, dein Tagebuch zu lesen oder deinen Wünschen nachzuhängen, sondern dreh dich um. Das Gewünschte ist schon da. Sobald du bereit bist, deine Wünsche als Magier in deiner Kraft, voll Vertrauen mit dem Lachen zu manifestieren. Verstehst du? Du bist es, du musst es dir wert sein. Du musst es dir nur wert sein. Das darf, die Rosen dürfen regnen. Raus aus der Welt. Und da passt die Karte dazu. Raus aus der Welt der Fantasie. Stell dir jetzt mal vor, das Bild kommt mir. Hier ist eine Kinderrutsche, die geht bis in den Himmel. Du bist die ganzen Sprossen hochgestiegen. Während du dir deiner Wünsche klar wurdest, deiner Visionen und Träume klar wurdest, du hast in deiner Fantasiewelt schon das erschaffen, was du leben möchtest. Und du stehst jetzt da oben und musst einfach nur runterrutschen. Vom Himmel auf die Erde und deine Träume mitbringen. Und somit enden wir bei den letzten Karten. Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon gesprochen habe. Total schön. Die Lilie, der Bär und die Sonne. Ich lege die hin. Es ist laut den Lenormand-Karten von Telema ganz klar, dass es hier um Gemeinschaft geht, um Wunscherfüllung geht, um Frieden, Intimität, Harmonie mit einem Menschen. Wenn du ein Mann bist, ist es eine Frau. Wenn du eine Frau bist, ist es ein Mann. Oder es ist das, was du als ein Gegenüber dir wünschst. Es ist jemand, der in seiner Kraft ist. Es ist jemand, der in seiner Kraft ist. Ich habe gehört, dass der Bär für Seelenpartner steht. Für mich ist es eine Partnermöglichkeit. Es ist auf jeden Fall jemand, der in seine Kraft gekommen ist. Und du spiegelst ihm das. Weil er kann dir ja nur begegnen, weil du auch in deine Kraft gekommen bist. Weil du einen Zyklus abgeschlossen hast. Genau, das heißt, raus aus der Fantasie, runter auf die Erde rutschen und manifestieren. Ich hoffe, also wenn du mit diesem Kartenbild nicht zufrieden bist, ich hoffe, du findest dich darin, ich finde es wunderschön. Schließe den Kreis. Und es wartet ein schönes neues Leben auf dich. Natürlich gibt es immer Auf und Abs. Aufs und Abs. Das Rad des Schicksals sagt uns ja, es gibt Aufs und Abs. Aber sammle neue Erfahrungen. Und nehme sie mit Humor. Und lerne
mit deinem neuen Gefährten, der darauf wartet, dass du bereit für ihn bist. Ich danke dir für dein Vertrauen. Ich freue mich über dein Feedback. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und ich sehe, ich habe schon wieder 21.11 erreicht. So, hier bist du richtig, wenn du das Symbol der Mond, die Mondin gewählt hast. Zu dem Thema Mond fallen mir unterschiedliche Dinge ein. Wir sind zum Beispiel jetzt gerade auf dem Weg zum Vollmond. Das heißt, wenn ich das Bild betrachte, ich hol's mal her. Ja, ich sitze heute im Esszimmer statt draußen, weil es so warm ist. Und da habe ich die Kamera anders stehen. Verzeiht's mir. Zwei Wölfe, zwei Hunde. Welchen nährst du gerade? Fährst du gerade Achterbahn in deinem Leben? Was ist dir nicht bewusst? Ist es gerade anstrengend, Achterbahn zu fahren zwischen Freude und Trauer und Melancholie und Überschwang und Achterbahn eben, Achterbahn der Gefühle? Wir schauen mal, was ich im Unterbewusstsein zeigen möchte. In meinem indianischen Tarot steht der Mond dafür, was im Verborgenen schlummert. Er fragt dich, folgst du deinen Träumen und deinen Visionen? Glaubst du deiner Intuition und diesen weiblichen Aspekten des Wissens? Oder fütterst du mehr die Angst, die Melancholie und die Depression? Haben sie dich mehr im Griff als die Freude? Das ist das Thema der Mondin. Achterbahnfahren ist das Natürlichste der Welt. Nein, doch. Also zumindest habe ich gelernt, dass wir, wenn wir unsere Gefühlswelten zulassen, dass wir ganz viel Gefühle und Emotionen innerhalb sehr kurzer Zeit empfinden können. Und letztendlich geht es nur darum, dass der Mond zeigt uns ja auch einen Zyklus. Es gilt, diesen Zyklus der unterschiedlichen Gefühle und Emotionen zu akzeptieren. Es ist nun mal so, dass alles da sein darf. Glück, Freude, Traurigkeit, Melancholie, Wut, alles, was es gibt. Es will einfach nur wertfrei durchfühlt und angenommen und wahrgenommen werden. Die Reihenfolge stimmt nicht ganz. Wahrnehmen, anerkennen, durchfühlen. Und dann verliert es die Macht. Und natürlich, es ist ein heikles Thema. Ich bin ein Mensch, ich weiß, was es heißt, Panik zu bekommen und Hilfe von außen zu brauchen, um nicht in dieser Panik zu zergehen und sie noch mehr zu steigern. Aber können wir uns Hilfe holen, wenn wir mit diesen tiefen Gefühlen so konfrontiert werden, dass sie uns kontrollieren und wir da nicht mehr rauskommen. Und dann können wir das Leben, dass wir es durchfühlen, wertfrei und annehmen und wahrnehmen, diesen inneren Anteil, der uns in diese Todesangst bringt oder in diese Panik bringt oder in die Depression bringt. Und es ist ganz toll, wenn man sich Handwerkszeug aneignet für die, die es noch nicht haben. Das heißt also, es gibt die Klopftechnik EFT und es gibt Nervenregulierungsübungen. Meine persönlichen Favoriten mache ich gerne. Kostenlose Werbung ist Verena König und Bettina Baumann fürs EFT-Klopfen. Wenn wir in diesem Drama festhängen, zwischen Höhen und Tiefen, sowas von ekelhaft Achterbahn zu fahren, sodass es belastet und schwierig wird, ist es eben ganz toll, wenn man damit sich ein Handwerkszeug aneignet
und die Achterbahnfahrt leichter wird oder eben die Emotionen und Gefühle einen nicht kontrollieren. Ich bin jetzt echt so achtsam in meiner Ausdrucksweise, weil ich ja selbst ein Panikmensch bin und weiß, was es bedeutet. Und es scheint aber so ein bisschen ein Thema zu sein, dass da noch keine Stabilität drin ist. Dass es alles noch ein bisschen anstrengend scheint. Zumindest fühlt es sich für mich so an, wenn ich die Gesamtkarten anschaue. Und noch einmal, wir dürfen alles unterschiedlich fühlen. Das darf alles sein. Es gehört zu uns. Und das macht ja auch uns aus. Das alles macht uns aus. Es ist nur ganz wichtig, dass wir lernen, dass bestimmte Emotionen uns nicht kontrollieren. Und dann gehen wir zur nächsten Karte. Das Stirnchakra. Dein drittes Auge meldet sich. Es geht um den Zugang zu deiner Intuition, deinen übersinnlichen Fähigkeiten, aber auch dein logisches Denken. Das heißt für mich, hier gilt es, Herz und Verstand dahin zu bringen, dass sie Hand in Hand gehen. Also für mich ist es immer so, wenn ich diese Aussage höre, ich bin eine Träumerin, das heißt also, mein Verstand hilft mir, den Traum zu analysieren und mein Herz hilft mir, meinen Traum zu verstehen. Und dann arbeiten die richtig gut zusammen. Und darum geht es für mich in dieser Aussage des Stirnchakras. Und ich denke, da kommt dann ganz viel Klarheit rein, weil hier auch steht die Selbsterkenntnis. Sieh dich, erkenne deine Einzigartigkeit an. Was würde ich anders machen, wenn ich keine Angst mehr hätte, anders zu sein? Es ist ein Pfau auf diesem Bild und hier steht, der Pfau unterstützt dich, den Mut zu finden, sichtbar zu werden, dein Licht strahlen zu lassen und zu deiner Einzigartigkeit zu stehen. Da könnten wir auch nochmal das Thema zur Mondin knüpfen, weil sie verbindet uns ja uns mit unserer weiblichen Seite, mit der Tiefe unseres weiblichen Seins, mit unserer Intuition. Daher das Stirnchakra ganz passend. Wo hältst du dich noch zurück? Wo glaubst du dir selbst nicht? Erzengel Michael will unterstützend für dich da sein. Er schenkt dir Mut, Stärke und Schutz. Du musst nur darum bitten. Ich danke ihm immer gleich dafür. Okay. Erzengel Michael hilft dir jetzt, mutig zu sein, in die Ruhe zu kommen, Nervensystem regulieren, falls Sorgen da sind, Angstzustände oder die Alarmanlage hochfährt, mit dir selbst in Verbindung treten und erkennen, dass alle Antworten in dir drinnen sind. Der Elefant sagt, und das finde ich auch so ein schönes Bild, weil dieses Kind hier, dieses Elefantenkind, ist sehr wohl behütet an der Seite seiner Mama. Oder Papa, weiß ich nicht, ob man da Unterschiede erkennt. Die Anteile, die uns in Panik bringen, Angst machen oder darin gefangen halten, sind ja meistens innere Kindanteile. Und da geht es darum, dieses innere Kind abzuholen. Man kann das auf unterschiedliche Art und Weise machen und es gibt auch spezielle Menschen, die innere Kindarbeit machen. Ich nehme immer einen Teddy und kümmere mich um mein inneres Kind und spreche mit ihm und spreche ihm zu. Ich nehme es wahr, egal in welcher Stimmung es ist, und sorge für das Kind, das in mir gerade in welcher Form auch immer sich zeigt, rebelliert und kontrolliert. Und da ist der Elefant sehr schön auf dem Bild, weil das darf jetzt reinkommen. Und wenn wir unser Nervensystem regulieren, es gibt wirklich Übungen, die kann man sofort machen. Das ist wie Nasekratzen. Also wenn man merkt, man kommt in eine Stresssituation, da gibt es
Übungen, die kann man sofort machen, und man wird ruhiger und in der Ruhe liegt die Kraft. Und da ist der Elefant auch ein schönes Symbol. Also könntest du auch gucken, was der Elefant als Krafttier ist. Jetzt muss ich lesen. Hier steht, gehe den ersten Schritt in Richtung deiner Träume. Also, falls du Albträume hast aus Panik und Angst, lass das Alb weg. Arbeite mit dir, hol das innere Kind, beruhige. Du bist nun erwachsen, du hast die Kraft, die Ruhe in dir zu finden. Entweder alleine oder durch Freunde, die dich manchmal unterstützen, oder Therapeuten, die dich unterstützen, oder Coaches, die dich unterstützen. Das, was du brauchst, um aus diesem Trauma, das im Unterbewussten stattfindet, auszusteigen. Dich für dich, deine Intuition, deine Kraft zu öffnen. Und der Michael will dir dabei helfen. Die Aurasoma-Karten, Farben der Engel, die 75, die lese ich vor. Engel für den eigenen Standpunkt. Lasse Liebe lieber so fließen, wie sie in den kleinen alltäglichen Dingen und Gesten zwischen dir und anderen fließen möchte. Das heißt, schaffe offene Strukturen, die der Liebe individuelle Freiheit und Raum geben. Achte darauf, Gefühle, die von Menschen zu dir hinfließen wollen, nicht abzublocken. Streng dich im Gegensatz dazu auch nicht an, den Fluss der Gefühle zu dir hin beschleunigen zu wollen. Versuche nicht, jemanden zu dominieren und gib auch nicht anderen die Macht über dich. Es gibt Dinge, deren Festigkeit wünschenswert sind, wie Charaktereigenschaften, und andere Dinge, die gerade in ihrer Vergänglichkeit Bedeutung erhalten, wie die Schönheit einer Qualität der Liebe von Moment zu Moment. Sei durchlässig für all das, was geschehen möchte, und gehe mit dem Fluss. Das ist die Aurasoma-Flasche Nummer 75. Heute muss ich die Verknüpfungen suchen. Wenn du im Thema der Mondkarte, ich schau mal, was da zu fühlen ist. Ich mache es mal hinten dran. Es scheint so zu sein, dass du unterschiedlich fütterst. Mal fütterst du die Zuversicht, dann fütterst du die Zweifel. Mal fütterst du die Lebensfreude, mal fütterst du die Traurigkeit. Und das können wir in beide Richtungen steigern. Wo ist die Balance? Wo ist die Balance? Es gilt, einen weiteren mutigen Schritt zu gehen, dich dir selbst zu öffnen, die Selbsterkenntnis, wie wundervoll du bist, dich um deine inneren Kinderanteile zu kümmern, weil es geht nun in Richtung der Manifestation deiner Träume. Und hier geht es darum, bei der Aurasoma-Karte ging es auch um die Balance. Es ging darum, nicht etwas erzwingen zu wollen, aber auch nicht abzublockieren, sondern im Fluss zu sein. Und das ist zwar hier ein Weg, aber für mich ist es jetzt gerade ein Fluss. Der Weg schlängelt sich wie ein Fluss. Steig, genau. Genau. Und wenn ich das Tor sehe, ich weiß auch nicht, warum die unendliche Geschichte. Sieht man das überhaupt auch? Ich hebe hier die ganze Zeit falsch. Es tut mir leid. Das ist, weil ich drinnen sitze. Nochmal. Die Aurasoma-Karte 75 hat auch gesagt, der goldene Mittelweg. Nichts erzwingen wollen, aber auch nichts abblockieren. Und hier geht es auch ums Mitmenschliche. Das heißt, das Miteinander mit Gegenüber, die einem wichtig sind. Und wenn man hier zum Beispiel jetzt in einer freudvollen Phase ist,
dann drückt man sich vielleicht sehr auf und wenn man dann in die andere Phase kommt, blockiert man ab. Und hier gilt es, die Balance zu finden, mit dem Fluss zu sein. Und das hat mit der Karte zu tun. Wir schauen einfach mal. Hier geht es um emotionale Nähe. Also wenn ich da heute mit den Karten, ich muss da was anderes austüfteln. Emotionale Nähe heißt ein wahres sich einlassen. Ich fühle da jetzt mal rein, ob ich noch einen Input bekomme. Es kommt, dass solange das nicht in der Balance läuft, ne? Also, dass jedes Gefühl sein darf, aber die Gefühle einen nicht kontrollieren. Fällt es dir schwer, dich wirklich emotional einzulassen? Lass mich mal, das ist noch nicht so. Glaub an dich. Glaub an dich. Werde offen, emotionale Nähe zu leben. Moment. Es ist meistens so, dass die Karten so miteinander in Harmonie sind, dass sie Geschichten erzählen. Ja, also das ist so. Das ist dieses Gefängnis und der lange Weg. Entweder bist du schon lange in diesem, in der Mondphase, in dieser Phase, da du die Wölfe unterschiedlich fütterst. Und das will jetzt geändert werden. Es wird jetzt einfach Zeit, das zu ändern. Also ich holper hier wirklich, es tut mir leid, ich holper hier hin und her. Aber wenn man in einem Gefängnis sitzt, wenn man in sich selbst gefangen ist, weil man einfach mit dem, was im Unterbewusstsein einen lenkt und kontrolliert, das nicht handeln kann, dann kann man sich auch nicht emotional wirklich einlassen. Und du bist einen langen Weg da gegangen und du willst ja, du willst das jetzt so nicht mehr. Du willst das jetzt so nicht mehr. Und die Karten unterstützen das. Die Schmetterlingskarte der Transformation, die Welt deiner Gefühle will jetzt den Transformationsprozess abschließen und du willst jetzt in deine Sonnenkraft gehen. Du willst zu hohen Ehren kommen. Das heißt, du willst dich in deiner Kraft leben. Du willst niemanden mehr. Die Karte heißt ja, ich blockiere die emotionale Nähe nicht ab, wenn jemand sie mir schenken möchte, aber ich versuche sie auch nicht krampfhaft festzuhalten oder einzufordern. Du bist in deiner Sonnenkraft. Du bist einen langen, verdammten Weg gegangen aus wo du Angst hattest, dich wieder emotional wirklich einzulassen. Und du willst jetzt aus diesem Karussell aussteigen. Du willst die Mondkraft leben. Du willst die Mondkraft legen. Die Gefühlswelten wollen transformiert werden. Sie wollen gelebt werden, die Träume. Und der Michael wird dir dabei helfen. Es geht um einen ganz großen Transformationsprozess. Und ich kann nur immer wieder wirklich sagen, was mir abschließend in meinem Prozess sehr gut geholfen hat, waren Nervenregulierungsübungen für meinen Körper, für mein Nervensystem. Und täglich, fast täglich, weil Jahrzehnte nichts getan wurde. Und ich zeige gerne diese Entschlossenheit, weil sie mir gut tut. Und vielleicht willst du das auch
für dich ausprobieren. Ja, das war jetzt eine etwas andere Legung. Vielleicht hast du dich darin gefunden. Vielleicht war ja mein Wortgehaspel, das mir total peinlich ist, eigentlich Ausdruck dieser noch Zerrissenheit, die jetzt sich entscheidet, einen neuen Weg zu gehen. Genau, nämlich sich zu öffnen und in die eigene Kraft zu gehen. Ganz viel Energie, ganz viel Liebe, ganz viel Liebe in diesem Prozess. Ich danke dir für dein Zuhören, dein Vertrauen. Bis bald mal wieder. Sabine Carola.